eine Rattus, besser bekannt als Ratte, und gehört zu der Klasse Säugetiere. Sie kann zwischen 10 und 28 cm groß werden und 450 Gramm schwer. Die Lebenserwartung beträgt 1 bis 3 Jahre. Ursprünglich kommt die Ratte aus Asien. Sie wurden mit Schiffen über die gesamte Erde verbreitet. Mittlerweile ist sie sehr verbreitet, auch in Deutschland. Man schätzt, dass es in Deutschland 300 Millionen gibt. Die Ratte hat aber auch sehr viele Fressfeinde. Dazu gehören Katzen, Marder, Wiesel, Füchse, Bussarde und Eulen. Ratten leben am liebsten in Gesellschaft. Der Allesfresser ernährt sich vor allem von Pflanzen, zum Beispiel Gurke oder Salat. Das ist eine Pogona, besser bekannt als Bartagame, und gehört zu der Klasse Reptilien. Der Name Pogona kommt aus dem Lateinischen. Er kann zwischen 30 und 50 cm groß werden und 200 bis 500 Gramm schwer. Die Lebenserwartung beträgt bis zu 20 Jahre. Ursprünglich kommt er aus Australien. Unser Alberto ist schwarz gefärbt und hat eine weiße Musterung. Je nach Art können sie auch braun oder graufarben sein und eine schwarze Musterung haben. Am liebsten ernährt sich der Allesfresser von Blättern, Früchten, Samen, Insekten und Amphibien. Das ist ein Meerschweinchen und gehört zu der Klasse der Säugetiere. Es kann zwischen 12 cm und 30 cm groß werden und 1200 Gramm schwer. Die Lebenserwartung beträgt 10 Jahre. Sein Name verdankt das kleine bis mittelgroße Nagetier einerseits der Tatsache, dass es über das Meer auf den Schiffen nach Europa gelangte. Andererseits, weil es schweineähnliche Geräusche macht. Das Aussehen der Meerschweine ist unterschiedlich. Meerschweine können schwarzes, aber auch schwarz-weißes oder braunes Fell haben. Meistens haben sie kurzes Fell, aber es gibt auch welche mit lang. Am liebsten essen die Meerschweinchen Heu, aber die essen auch Gurken, Salat und Möhren. Name Königspython. Weiterer Name Ballpython. Sie ist eine Würgeschlange. Sie häutet sich regelmäßig. Größe bis zu 2 Meter. Gewicht 2 bis 3 Kilo. Die Tiere werden bis zu 50 Jahre alt. Ernährungstyp. Pythons jagen in der Dunkelheit. Sie fressen hauptsächlich Jungvögel und Mäuse. Sozialverhalten Einzelgänger. Ursprüngliche Herkunft Zentralafrika. Von den Bauern in ihren Heimatländern werden Königspython gerne gesehen. In manchen afrikanischen Ländern sind diese Schlangen sogar heilige Tiere.